Hallo und herzlich willkommen zurück zu Surrounded. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir wollen heute nach Lawrence Creek. Ich bin sehr gespannt. Ja, als nächstes steht dann natürlich auch das Gefängnis auf dem Plan. Wir müssten mal gucken, ob wir noch ein bisschen Muni zusammenkriegen. Ich schau mal gerade rein. Och, Muni sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Wir könnten es probieren. Ich weiß nicht, ob die Waffen, die wir haben, dafür jetzt unbedingt geeignet sind. Aber wir müssten es, wie gesagt, einfach mal ausprobieren. Lass uns aber mal kurz hier, wenn wir eh schon dran sind, mal hier Muni auffüllen, oder? Wenn wir schon mal dran sind. Nicht, dass wir das wieder vergessen. So, das Ding ist auch leer. Eieiei. Hier. Dann haben wir das. Hervorragend. Dann würde ich sagen, wir düsen auch gleich los. Sprit haben wir noch ein bisschen weniger als die Hälfte. Und ja, der Zustand des Fahrzeuges ist insgesamt eigentlich sehr gut. So, was haben wir hier? Sieht ein bisschen aus wie eine Baustelle. Da würde ich mal schnell mit euch gucken, ob wir noch was entdecken. Ich habe einige Kommis gelesen. Ist übrigens neue Aufnahmesession, deswegen reagiere ich euch jetzt drauf. Vielen Dank erstmal für die ganzen Kommis. Was ich sehr geil fand, hatte ich aber auch schon echt wieder vergessen, ist natürlich der hier, ne? Klar, man kann natürlich das Zielfernrohr nutzen. Ich habe es aber ehrlicherweise auch wieder vergessen gehabt. Und natürlich, hey, ich kann mir auch Verbände in der Tasche machen. Stimmt. Habe ich auch nicht dran gedacht. Aber macht nichts. Wir haben es überlebt, glücklicherweise. Jetzt lass mich mal gucken. Wir könnten hier noch so ein Beck theoretisch mitnehmen. Komm, das machen wir auch. Das würde ich alles mal da lassen. Wir gucken mal kurz vom Preis. Nee, das lohnt sich alles nicht mitzuschleppen. Naja, Urlauber. Na, was Schönes entdeckt, mein Freund. Oh, hier gibt es wieder Zeug. Das finde ich gut. Bastelkram. Ich habe den Rucksack natürlich extra leer gemacht. Damit wir hier auch gleich wieder alles einsacken können. Ah ja, gleich zwei. Oh. Einen kriegst du immer mit, ne? Einen kriegst du immer mit. Die kleinen Langfinger, ehrlich. So, wir nehmen natürlich wieder die Rasierklingen mit. Ich überlege gerade, sollen wir auch nochmal kommen? Wir können auch mal so ein Ding mitnehmen. Muni geht klar. Den Rest würde ich lassen. 25, 50. Wir müssen auch mal gucken, sind wir eigentlich schon wieder aufgestiegen? Oh, das klingt nach einem Abwurf, ne? Das würde ich gerne mitnehmen. Wollen wir mal so ein Zelt mitnehmen? Passt das hier noch rein? Natürlich nicht. Können wir auch verkaufen. Ist zwar ein bisschen größer vom Format her, aber 150 kann ich nicht liegen lassen. Ach, mal will ich keine großen Sachen mitnehmen, dann will ich sie doch wieder mitnehmen. Ey, das ist eine Qual mit dem Looten. Sehr gut, dass es heute so neblig ist. Sieht man zufällig? Airdrop. Wollen wir es nochmal probieren? Kurz gucken, nie nach Westen müssen wir. Oh Gott. Ich hoffe, das ist eine gute Idee. Oh ne, da ist jetzt Wasser. Okay, forget it. Dann müssen wir erst über die Brücke. Komm, lieber Hami, du schaffst es. Schade, wäre der jetzt auf unserer Seite gewesen, beziehungsweise wäre der jetzt kein Wasser gewesen, hätte ich gesagt, komm, wir probieren es nochmal. Aber ich habe das gute Gefühl, wir werden schon noch eine kriegen. Uiuiuiuiui. Der Nekro fährt heute wieder, hey. Ach, den Nebel haben sie aber auch geil gemacht, finde ich. Der macht mir auch Spaß. So,
So, ich will mal kurz auf die Map schauen. Wir fahren übrigens in die falsche Richtung. Sehr gut. Gut, dass wir nochmal auf die Map geschaut haben. Oh Gott. Was für ein Start der neuen Aufnahme ist das hier, ich sag's euch. Weil wir wollen ja hier nach Lawrence Creek, ne? So, hier habe ich gerade nochmal aufgeräumt gehabt. Ah, schon wieder so ein hübscher Feuerwehrwagen, Mensch. Den finde ich ja echt cool. Gibt's da aber eigentlich was? Lass uns mal ganz schnell die Finger reinstecken. Natürlich nicht. Ja, auch nicht. Finde ich schade. Ich würde da gern was rauslooten. Oh, was ist das da für eine Wohnsiedlung? Ach, guck mal, das ist es nämlich schon. Aber ich würde sagen, wir fahren vor und biegen dann einfach links ab. Oder wir halten einfach hier. Das geht natürlich auch. Boah, was ist hier los? Gleich mal Empfangskomitee, so rum. Was macht der Hunger? Oh ja, komm. Gönnen wir uns gleich. Tabletten haben wir auch noch. Wie viele sind denn das hier, ne? Eins, ne? Guck mal, Verbände haben wir auch schon wieder. Mache ich mal noch mit auf die 7. Safety first. So, lass uns mal kurz gucken. Ich scroll auch mal ein bisschen rein. Wie wir hier am besten vorgehen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier rein, machen mal hier die Ecke. Gehen dann auch mal hier vor. Ja, und dann rum und um. Rum und um in der Stadt. Ich gucke auch, dass wir hier ein bisschen zügig vorankommen. Denn ich würde gerne ins Gefängnis. Ich habe gehört, im Gefängnis werde ich die helle Freude haben. Ich bin sehr gespannt. Oh, hier scheinen einige Zombies zu sein. Hm? Ich mache erstmal hier die Einzelnen auf der Straße weg. Nicht, dass die uns hier in den Rücken fallen, wenn wir da am Looten sind. Antiseptikum würde ich auch wieder mitnehmen. Auch wunderbar. Schaut euch das an. Das machen wir dahin. Kohle. Komm, dann gehen wir mal rein. Gleich weghauen hier. Essen haben wir richtig viel. Was will ich denn hier? Auf jeden Fall das Holz. Bärenfalle und Co. Guck mal, den könnten wir verkaufen. Bringt 100, 125. 125 ist gut. Haben wir denn noch Platz? Da schon mal nicht, aber da. No, keiner da. Was ist denn hier los? Versteckt sich mal niemand hinter dem Haus. Auch gut. Ich würde sagen, heute läuft's. Die nehme ich mit. Oh, guck mal, eine Apotheke oder irgendwas. Ah ja, zu verkaufen. Ist bestimmt leer, ne? Ja. Dann wird oben wahrscheinlich auch nichts sein. Wir gucken mal. Ne, das sieht nicht so aus. Danke. Ist der eine Zombie jetzt nach oben gestürmt? Ja, ne? Habe ich richtig gesehen, glaube ich.
Rasierklingen. Ist ja abartig. Ich habe auch gelesen, einige von euch zocken das auch. Verkauft ihr alles, was ihr findet? Also wirklich alles, alles? Also verdient man hier wahrscheinlich am meisten Geld, aber lohnt sich das? Oder ist es wirklich besser, Ausgewähltes zu nehmen? Ich habe irgendwie das Gefühl, Ausgewähltes ist besser. So, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Oh. Ach, guck mal, radioaktive Pillen findest du hier jetzt echt zuhauf. Sehr gut. Oh, wow. Da ist was los. Wie viel Geld haben wir eigentlich? Mal kurz gucken. Ach ja, könnten wir mal wieder Apps shoppen gehen. Kurz gucken, ist der Loot-Dings noch da? Nee. Ist schon wieder weg. Der Airdrop, das geht aber auch echt fix. Da musst du dich richtig beeilen. Und du musst halbwegs zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Ich glaube, dann hast du echt eine gute Chance. So, da waren wir drin. Oh. Da fliegen die Zombies, ey. So, Kohle. Kohle, Kohle. Antiseptikum. Haben wir ja gesagt, nehmen wir auch ein bisschen mit. Ach, guck mal hier. Ich glaube, die Dinger wären nachher richtig geil zum Verkaufen. Oh, das ist aber auch top hier. Emergency-Axt, die würde ich tatsächlich lassen. Ach, heute läuft es irgendwie recht geschmeidig, habe ich das Gefühl. Naja, jetzt noch, ne? Jetzt noch. Was kostet denn so ein Leppi? 5? Hä? Eine Apokalypse ist aber auch nichts mehr wert, ne? Hier. Oh, ey, die Kleinscheißer. Ist sehr cool mit dem Radio. Ja, guck mal, da ist jemand interessiert an den News. Guten Tag. So, Rope. Das hauen wir uns mal rein. Das würde ich tatsächlich mitnehmen. Denn ich habe auch gesehen, ne, dass man kochen kann. Also das wusste ich schon. Ich habe nur noch nicht gekocht. Ich glaube, am Lagerfeuer geht es ganz gut. Oh, wow. Hier gibt es ja richtig viel zu mampfen. Das nehmen wir mal so als Notreserve noch mit. Wir müssen mal gucken, wie voll der Humvee ist. Weil irgendwann müssen wir doch auch mal aufhören, Essen zu looten. Oh. Jesus. Und ich würde eigentlich auch echt gern mal eine Schaufel mitnehmen. Haben wir dafür noch Platz? Hier schon mal nicht, hier auch nicht. Hier, guck mal. Eine taktische Schaufel. Ja, wieso nicht? Ich nehme mal eine mit. Ach ja, wenn man von Schaufel spricht. Das nehme ich natürlich noch mit. Das. Oh, in der Kirche gibt es aber auch... Oh, was? In der Kirche gibt es aber auch immer Kram, ne? So.
Komm, den will ich auch noch. Weil irgendwann will ich auch wieder unseren Rucksack mit Drybags ausstatten. Ach, guck mal. Nice. Von denen haben wir doch schon welche, ne? Den will ich aber. Richtig gut. Hier, nee. Ja, Muni. Den Rest lasse ich tatsächlich. Oh, ui. Hier sind Bäumchen eingeknallt. Was ist da bitter. So, jetzt schauen wir mal. Da drüben waren wir, glaube ich, noch nicht. Ach, ein Swimmingpool. Geil. Jetzt hier. Ah, oh. Wieso nimmt er sein Messer nicht in die Hand? Würdest du bitte mal dein... Alter! Jetzt reicht's mir aber. Ah, manchmal dauert's ein bisschen, bis er das Messer mal zückt, ne? Ey! Ach, guck mal, Sonnenliegen, geil. Solche hätte ich auch für zu Hause gern. So, hier gibt's nur Scheiß. Gucken wir zuerst mal oben. Ach nee, guck mal. Wie geil ein Neon-Kaktus. Oh, Traum. Der ist jetzt nicht so der Traum. So, das will ich gern. Den Sack lasse ich jetzt aber tatsächlich mal. Den Tisch will ich auch nicht. Was ist das hier? Ah ja, oh, die Lampe will ich. Ja. Was kostet das hier? 100, 100, 100. So eine Kamera. 5. Ah nee, das lohnt sich ja nicht. Wie schnell die mal angeflitzt kommen. Ja, wir werden uns auf jeden Fall natürlich noch was kochen, das ist klar. Gibt es eigentlich nur das eine Rezept oder gibt es noch mehr Rezepte? Das weiß ich nämlich auch nicht mehr genau. Oh, der 100. Dafür. Ah, das Zelt ist mir fast zu groß. Ah, die ist auch hartnäckig hier. Ah, fangen wir mal hier an. Wo sind die guten Möbel? Ich bin übrigens immer noch nicht ganz sicher. Achso, zum Kochen braucht man auch so eine Schüssel, ne? Zack, die nehme ich mal mit. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob wir nicht umziehen sollten. Ich hätte ja so Bock auf das neue Haus, muss ich sagen. Ich glaube, das machen wir, oder? Ihr wisst noch, welches ich meine. Dieses, ich glaube, das war mal eine Feuerwehr. Das wäre ja mega geil. Könnten wir uns richtig ausbreiten. Schönes Lager machen. Ah, es hätte schon Charme. Ich glaube, das machen wir. Lass mal gucken, wie es uns reinpasst. Und wie voll natürlich unser Humvee ist. Kann natürlich sein, dass ich zwischendrin mal Kram nach Hause fahre. Aber das müssen wir dann mal gemeinsam schauen. Aber wir werden eine Lösung finden. Entweder ziehen wir gemeinsam um oder ich mache das einfach mal zwischen den Folgen. Boah, jetzt guck mal, wie voll der Park ist. Wow. Was ist los? Ach nee. Da hat sie Muni einstecken. Komm, wir gehen mal todesmutig in den Park. Das hat er sich so gedacht. Ach komm, du auch? Naja, ich wusste doch, du willst auch. Hier, Antiseptikum? Bisschen Kohle?
Ah, eine Lampe. Die will ich noch. Ey, wir haben schon ewig viele Lampen, ne? Ich glaube, ich kann auch bald mal aufhören, die zu sammeln. Ach nee, witzige Statue. Weiß gar nicht, ob wir die schon kennen. Na, komm schon. Oh, das Messer ist einfach so gut, ne? Was ist eure Lieblings-Nahkampfwaffe? Also ich muss sagen, boah, war der im Schrank? Hey, Clowns im Schrank sind voll uncool. Okay, so. Voll. Na komm, dann machen wir ihn dahin. Ey, was? Hier gibt's ja Zeug, hey. Das will ich, das. Was ist das hier? AKM. Ach, das lasse ich alles mal. Ich freue mich über den Neon-Kaktus. Wie cool. Ah, der wäre auch geil. Oh, wow. Also, heute geht's ja ab hier, hey. Das will ich mitnehmen. Das, was das an hier postet, ne? Ah ja. Okay. Schauen wir mal hier raus. Hier ist nichts mehr. Ach, da steht Chinesia schnell ausgeräumt hier. Oh, sieht das abgefuckt aus, das Häuschen. Wow. Ey, nee, Essen nehmen wir keins mehr mit. Das reicht auch mal. Das hätte ich gern. Was ist das hier? Ach, Toilettenpapier. Ein Golfschläger, wie geil. Ach ja. Den haben wir auch schon mal benutzt. Der ist witzig. Ich mag den Golfschläger. Na, bewachst du die Garage? Lass die Leute nicht alles wegschmeißen. Wie in echt, ne? Was hier los? Ist Holz voll? Nee. 50. Hunting Backpack. Ah, nice. Ach, der ist natürlich schon geil, ne? Der wird hier aber nirgendwo reinpassen. Ach, ärgerlich. Gerade gucken, haben wir hier noch irgendwo Platz? Ach, das wird ja beim Verkauf nachher lustig, ey. Das brauchen wir, das. 75 bringt so ein Geldbeutel. What the fuck? Der nimmt nur einen Platz weg. Das ist natürlich mega. Kann man die stacken? Das müssen wir mal ausprobieren. Okay, gegessen haben wir, getrunken haben wir. Weiter geht's. Da steht unser Humvee. Von da sind wir reingekommen. Das heißt, wir sind einmal rum. Na, ich würde nochmal so ein bisschen querbeet laufen. Ah ja. Ist ja auch cool. Sehr schön. So. Da waren wir drin, da waren wir drin. Ich würde sagen, wir haben das Örtchen abgeklappert. Geil. Na, das ging auch jetzt fix. Dann würde ich sagen, wir fahren noch vor zum Gefängnis. Da ist auch das Strahlensymbol. Ich bin gespannt. Eine Strahlenmaske Hammer. Ich glaube, dass die Zombies sind deutlich härter sein werden. Hä? Wo kommt denn der jetzt her? Wir waren noch in der Apotheke. Waren wir hier noch? Oh, hier waren wir noch nicht. Nee, hier waren wir noch nicht. Oh je.
die Damen hier. Ach, guck mal. Safe. Den knacken wir noch schnell. Aufs Gefängnis habe ich richtig Bock. Wobei, ich habe auch auf die Posten Lust, also auf die Militärposten. Ah ja, was haben wir denn hier? Geld zum einen? Was ist das? Credits! Nee! Geil! Wir haben 2 Credits. Ja! Schnuppert ihr schon? Die Luft duftet nach geilen Waffen. Jetzt dreht er schon völlig am Rad, der Nico. Doch, ich will so richtig coole Waffen. Und ich will sie natürlich nicht als Standard, sondern hier schon fortgeschrittene, ne? Ordentlich die guten Sachen. Den guten Shit, den der Typ angeboten hat. Ey, Essen geht gar nicht mehr. Kann ich nicht mehr sehen. Oh. Boah, hier ist aber auch echt was los, ne? Jetzt bräuchte ich mir natürlich eine geilere Knarre eigentlich. Ja, komm schon. Oh. Ist das geil. voll die Kette hier. Ich dachte, das müssen wir auch mal ausprobieren. Ich sag ja, das einzig Fiese ist das Looten, weil die alle so auf dem Haufen liegen. Ach, hier war noch Rasiermesserle. Oder Rasierklinge. Kohle findest du aber auch einiges. Gerade der Safe, der war ja echt nice. So, hier 15 haben wir von denen auch schon. Oh, was? Das ist das, was ich meine. Der ist doch hier aus dem Gefängnis ausgebrochen, der Mann, oder? So wie der aussah. Ich hätte gesagt, ja. Na gut, dann würde ich sagen, wir machen hier mal einen Folgenwechsel und dann hole ich euch gleich an der Stelle hier wieder ab. Dann looten wir noch zusammen den Rest. Ich bedanke mich bei euch wieder mal fürs Zuschauen. Bleibt mir gesund, genießt die Zeit. Bis gleich.